Beim Pokalspiel am 31. Oktober zeigten sich sowohl die Oberhausenerinnen als auch die Gäste aus Marburg nicht von ihrer besten Seite. Als die Marburgerinnen nach einigen Minuten in Fahrt kamen, lag das Team von EVO-NBO schnell hinten. Beide Mannschaften zeigten gute Leistungen in der Defensive. In der Offensive gelang es den Oberhausenerinnen nicht wirklich zu punkten und so setzten sich die Gäste mit vielen verwandelten 3-Punkte-Würfen und einem treffsicheren Team weiter ab. Zur Halbzeitpause kam EVO-NBO noch einmal auf 10 Punkte heran, doch es gelang ihnen auch in der zweiten Halbzeit nicht, den Rückstand aufzuholen. So gewannen die Gäste mit 20 Punkten und auch beim Punktspiel am 2. November mussten sich die Oberhausenerinnen dem Team aus Marburg mit 50-68 geschlagen geben. Beim Heimspiel am 9. November gegen den Herner TC soll es endlich wieder einen Sieg geben und in der Tabelle nach oben gehen.